Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstefan natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat mit 3:2 am Ende in der Südstadt gewinnen können. Gott sei Dank. Ganz, ganz wichtiger Auswärtssieg für unsere Blackies, die eben damit nach 4 sieglosen Partien am Stück jetzt endlich wieder einen vollen Erfolg feiern können und ja, sich damit eben erstmal wieder an die Tabellenspitze ran orientieren dürfen. Kommen wir direkt zum Spiel. Es war sehr, sehr ereignisreich, das kann man auf jeden Fall sagen. Ist immer so ein bisschen hin und her gegangen. Insgesamt finde ich aber, dass der Sieg unserer Blackies auf jeden Fall verdient war. Und man hat sich gegen auch für meine Begriffe recht schwache Admiraner trotzdem unnötig schwer getan, hat aber eben dann doch auch Moral bewiesen und hat sich auch noch einen Rückstand nochmal zurückgekämpft und das Ganze nochmal gedreht und somit eben ja die 3 Punkte völlig verdient mit nach Graz genommen. So, wir beginnen gleich mit der ersten Halbzeit und da sind unsere Blackies auf jeden Fall besser in das Spiel reingekommen. Die erste Halbchance durch Grozorek, ein relativ ungefährlicher zentraler Schuss aus der Distanz, aber zumindest ein erstes Anklopfen ans Admira-Gehäuse. Wenig später haben unsere Blackies dann auch gleich mal das 1:0 nämlich erzielt. Der Torschütze Peter Schul, wie schon zuletzt gegen Rapid, vorausgegangen war dem Ganzen eine recht feine rausgespielte Situation, wie ich finde. Grozorek verliert zunächst den Ball gegen seinen Gegenspieler. Der Ball kommt vor die Füße von Markus Lackner, der Ex-Admiraner auf Philipp Husbeck, den ich übrigens im Vorbericht vergessen habe zu erwähnen. Mein Fehler, sorry. Husbeck, der insgesamt auch eine ganz ordentliche Partie, wie ich finde, gemacht hat, packt seinen Gegenspieler da wunderbar ein. Das war schon wieder ein dezenter Hauch von Messi in dieser Richtung, um das überspitzt zu formulieren. Husbeck dann mit der Hereingabe auf Peter Schul und der kann völlig unbedrängt einschießen zum 1:0 für unseren SK Sturm eben in Minute 12. Das Ganze so geschehen. Die Blackies hatten in dieser Phase das Spiel auf jeden Fall im Griff, auch weil die Admira wirklich sehr, sehr passiv war, wie ich finde. Auch die Zweikampfbilanz im ersten Durchgang war ja nicht so schlecht von unseren Schwarz-Weißen, was man da statistisch so zwischendurch mitbekommen hat. Ich glaube nur 33% gewonnene Zweikämpfe der Admiraner, das spricht schon Bände. Auf jeden Fall deutete nicht viel darauf hin, dass unsere Blackies das Ganze nochmal aus der Hand geben, aber wir wissen auch, unser SK Sturm wäre nicht unser SK Sturm, wenn wir es nicht zusammengebracht hätten, den Toten zum Leben wieder zu erwecken und das hatten wir natürlich auch in Form von Painzil, Neuzugang der Admiraner. Ja, in Minute 24, so ein bisschen aus dem Nichts, wie ich finde. Peter Schul mit dem unnötigen Ballverlust gegen Zwierschitz, der mit dem Steilpass in Richtung Painzil und der lässt Siebenhandel keine Chance und trifft eben zum glücklichen Ausgleich für die Admira Mitte der ersten Halbzeit. Sturm versucht dann nach dem Schock, sagen wir es mal so, trotzdem aufs zweite Tor zu gehen. Die beste Chance für mich durch eine Hereingabe über die linke Seite, sowieso viel über links bei uns gegangen, von Kitaischwili, aber ein Admiraner, der den Ball fast noch ins eigene Tor buxiert, hat dann nochmal Glück, dass der Ball knapp daneben geht und somit geht es mit dem Unentschieden erstmal in die Kabine. Im zweiten Durchgang dann von unseren Blackies ja nicht mehr so viel zu sehen. Zu Beginn die Admira vor allem die Standards auch gefährlich, man lässt sich warum auch immer wieder reindrängen oder hat sich wieder reindrängen lassen bei den Schwarz-Weißen. Zunächst nach einer Ecke hatte Zwierschitz einen guten Kopfball, den Siebenhandel Gott sei Dank mit einem sehr guten Reflex noch halten kann. Auch der Kopfball vielleicht ein bisschen zentral. Siebenhandel hat auch ein bisschen Glück, dass er gut steht gerade. Aber das war schon die erste sehr, sehr bremsliche Situation im zweiten Durchgang und wenig später in der 57. Minute dann auch das 2:1 für die Admira. Auch so ein Wursteltor, das auch irgendwo unter die Kategorie Pech einzuordnen ist für meine Begriffe. Ecke für die Admira. Ich glaube, Soiri, der Torschütze am Ende gewesen, auf jeden Fall, bekommt den Ball vor die Füße mit einer, ich weiß nicht, ob es ein Schuss oder Pass war, auf jeden Fall landet der Ball auch noch bei Barisic und findet eben über ihn dann den Weg ins Tor. Auch ja ein bisschen für Diskussionsstoff hat gesorgt, dass Aflonitis während das Tor gefallen ist, einen Arm ins Gesicht bekommen hat, der musste übrigens nachher auch noch ausgewechselt werden und ja, das Tor hat auf jeden Fall gezählt. Muss man auch nicht unbedingt wahrscheinlich wirklich abpfeifen, aber es hätte sich, glaube ich, kein Admirator beschweren dürfen, denn wenn einer so ins Gesicht geht, dann ja, kann man das schon pfeifen, hätte ich behauptet. Auf jeden Fall die Admira eben das Spiel gedreht, unsere Black ist drauf und dran, die ganze Partie wieder aus der Hand zu geben und dann ja, hat man ein bisschen Glück gehabt, weil der Admiraner Jakulisch, wie erwähnt, der teuerste Admira-Spieler im Kader laut transfermarkt.at, weil der sich eine Dummheit leistet, bekommt gelb-rot innerhalb von, ich glaube 2 Minuten ungefähr. Zunächst legt er sich mit Siebenhandel an und wenig später dann ein Foul, ich glaube gegen Spendlofer im Laufduell, wo er dann auch ein bisschen
herummotzt. Auf jeden Fall kriegt er die gelb-rote Karte. Ich sage danke an der Stelle natürlich, denn das war wieder der Knackpunkt für unsere Schwarz-Weißen. Man hat nochmal mit einem Mann mehr eben auch die zweite Luft nochmal bekommen. Und auch Heiko Vogel hat dann reagiert, hat Markus Pink wenig später gleich gebracht. Oder kurz davor für Kitaishvili und etwas später Philipp Hosiner für Schrammel. Und Philipp Hosiner sollte dann der entscheidende Faktor in der nächsten Situation sein. Eben keine zwei Minuten auf dem Feld, kommt Krozorek, der eine sehr, sehr starke Partie gegen seinen Ex-Club, unter anderem gegen seinen Ex-Club, auch wieder geliefert hat. Krozorek kann sich eben relativ schön durchtanken, eben wieder so über halb links, dann mit der gefühlvollen Hereingabe auf den Kopf von Philipp Hosiner und der eben trifft zum 2:2 Ausgleichstreffer für uns. SK Sturm in Minute 72 und ja, das war dann eben kompletter Knackpunkt, dann nur mehr unsere Blackies, man hat gemerkt, man wollte den Sieg, die Admira hat dann auch mit einem Mann weniger, glaube ich, nicht mehr so ganz können und ja, unsere Blackies eben weiterhin auf den dritten Treffer gegangen, hatte dann auch noch ja, die ein oder andere gute Halbchance, wo irgendwo dann einfach der Ball doch nicht rein wollte, aber in der 86. Minute ist man dann doch noch für den Aufwand belohnt worden, wieder zunächst Krozorek über links, eben an fast allen gefährlichen Aktionen, irgendwo im Aufbau zumindest mit beteiligt gewesen auf Markus Lackner und der zieht dann aus knapp 20 Metern ungefähr schön ab, genau ins Eck, so ein 3:2 für unsere Blackies, das war so in Minute 86 herum und es war auch der Siegestreffer, also unsere Jungs haben das Ganze dann doch noch gemanagt, haben sich wirklich was die Moral anbetrifft, gut präsentiert, mein Resümee zum Spiel insgesamt ist einfach, man hat schon wieder mehr positive als negative Szenen, unerklärlicherweise wieder eine Phase, wo gar nichts mehr gegangen ist, wo man auch wenn man den Ausschluss nicht bekommen hätte oder wenn die Admira den Ausschluss nicht bekommen hätte, wahrscheinlich das Ganze ja vielleicht dann auch in den Sand gesetzt hätte, aber ja, hätte Fahrradkette und so weiter, ist ja alles konjunktiv von dem. Zum Glück jetzt endlich den Dreier mal wieder geholt, das soll wieder Selbstvertrauen geben und ich hoffe natürlich, dass unsere Jungs daran auch anschließen können. Und ja, hoffentlich in den nächsten Begegnungen dann so weitermachen. Und bevor ich das Video jetzt beende, natürlich noch eure Meinung da gefragt. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, was sagt ihr zum Spiel. Ich finde es persönlich, war natürlich wieder nicht alles, was Gold war, das geglänzt hat. Aber ja, ein wichtiger Dreier und ich hoffe, dass man jetzt eben an diese Leistung, zumindest an die positiven Aspekte anschließen kann und gegen Mattersburg eben dann nächste Woche weiterhin Gas gibt. Von dem her war es das dann auch schon wieder von mir und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal hier bei der Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen, bravo Burschen und bis dann, ciao, ciao.